Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich möchte euch heute mal alle Belohnungen zeigen, die es im Ranked zu erspielen gibt. Ich habe anfänglich, als der Ranked Modus rauskam, zur Season 2 auch schon mal über die spekulativen Belohnungen gesprochen. Zwei davon bewahrheiten sich. Eine dritte kommt noch dazu, über die ich vor drei Tagen erst gesprochen habe. Ähm, ich zeige euch gleich auch noch einen Trailer in bewegten Bildern, die ganzen Belohnungen. und Da gibt es aber einen Mega-Kritikpunkt. Ich werde im Laufe des Erzählens gleich auf die Kritik eingehen, werde gleich feststellen, was ich meine. Ähm, Belohnung Nummer 1 sollte eigentlich jeder mindestens etwas erreichen. Ab Stufe Bronze bis Predator gibt es ein Abzeichen, was ihr euch ins Profil ähm, machen könnt, damit man zum Beispiel, wenn man sieht, der Champion Squad hat Stufe Platin oder sonst irgendwas erreicht, da wisst ihr schon mal, die waren im Rank sehr, sehr gut. Solche Abzeichen sind das ihr da rein machen könnt. Zweite Belohnung sind die Waffencharms, über die ich vor kurzem erst gesprochen habe. Ich zeige euch hier anhand der Alternator mal so einen Waffencharm, so ein Anhänger Stufe. Predator wäre das hier zum Beispiel. Die Charms sehen wirklich sehr, sehr geil aus. Also je nachdem, welchen Rang ihr erreicht, bekommt ihr so einen Anhänger für eure Waffe. Und hier geht nämlich meine Kritik los. Wenn man den Trailer, den ich euch ja gleich noch zeigen werde, glauben kann, bekommt man so einen Waffencharm erst ab Stufe Gold. Also ab Stufe Gold wird so ein Charm überhaupt erst gezeigt und bis Predator. Und die dritte Belohnung, das ist eigentlich die geilste Belohnung, habe ich auch schon drüber berichtet, ist der Schweif. Ihr kennt das, wenn ihr aus dem Jumpship springt oder über so einen Sip-Ballon fliegt, habt ihr so einen Schweif, den ihr auch hinter euch herzieht in, in, einer, in verschiedenen Farben. Und der Schweif, den ihr euch erspielen könnt fängt laut Trailer erst ab Stufe Diamant an. Also ihr könnt ab Stufe Diamant oder Predator erst so einen Schweif erspielen. Der Schweif sieht mega geil aus, blende ich euch hier auch mal ein. Aber wenn man, wie gesagt, dem Trailer glauben kann, erst ab Diamant. Und das finde ich mega, mega frech. Als ich ursprünglich vor knapp zwei Monaten darüber berichtet habe, hieß es, den Schweif gibt es in sämtlichen Farben je nachdem welchen Rang ihr erspielt habt. Bronze bis Predator. So hieß es in den Quellcodes. Natürlich kann hier und da sich was ändern, was ja auch okay ist. Meine mega Kritik ist einfach die Tatsache, wenn man sowas sehr sehr schwer nur erspielen kann, dann sollte sowas von Anfang an kommuniziert werden. Deswegen meine Kritik, wenn der Ranked Modus mit solchen Belohnungen kommt, dann sollte man wirklich sobald der Ranked anfängt und man wirklich ab Diamant oder ab Gold es was Besonderes freispielt, was nicht jeder schafft vielleicht dann sollte man das von Anfang an kommunizieren. Ihr habt Stand jetzt, wenn ihr das Video heute guckt, noch 15 Tage Zeit, euch dieses freizuspielen. Danach ist Sense, dann ist der Rank-Modus vorbei. Übrigens, ähm, das Event geht auch nur noch bis morgen. Das, ähm, das Wraith-Event, wer das noch nicht auf dem Schirm hatte, so richtig. Aber ich finde es wirklich schl schlimm, wäre jetzt falsch ausgedrückt, aber ich finde es irgendwo frech, dass solche geilen Belohnungen wirklich nicht kommuniziert werden. Ich hoffe jetzt, dass der Trailer vielleicht einfach nur bewusst kurz gehalten wurde, für 30 Sekunden für Twitter oder für kleinere Plattformen. Ähm, vielleicht gibt es ja doch den Schweif schon ab Stufe Silber oder ab Stufe Gold. Vielleicht wollten Sie es bewusst kurz halten, damit das Video nicht so lang geht. Ich allerdings für mich selber bezweifle das. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von den Belohnungen haltet. Ich finde die Charms, wie gesagt, sehr, sehr geil. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei dem Trailer. Der sieht ultra, ultra nice aus. Lasst mich in den Kommentaren wirklich wissen, was ihr davon haltet. Lasst dem Video einen Daumen da, wenn ihr keine Informationsvideos über Apex Legends verpassen wollt. Livestreams und so weiter seid ihr bei mir genau richtig. Also Daumen und Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nächsten Livestream übrigens morgen zum Dienstag gegen 17 Uhr. Adieu.